Hallo, herzlich willkommen zur letzten Goal-Sendung in dieser Saison. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir haben für Sie im Programm zum Beispiel Paris Saint-Germain. Nach dem dritten Meistertitel in Folge hat PSG am Wochenende auch den französischen Pokal gewonnen. Und dann haben mit Miroslav Klose und dem SSC Neapel, und es ging natürlich um die Champions League Playoffs, und Lazio darf sich unter anderem bei Miroslav Klose bedanken, 30-jährigen Luca Toni von Hellas Verona, dann den jungen Argentinier Mauro Icardi von Inter Mailand und natürlich Carlos Tevez von Meister Juventus Turin. Und Hans-Joachim Wolf, der beginnt mit dem direkten Duell zwischen Toni und Tevez. Und ein Pokalfinale steht ja noch aus, nämlich das aus der Türkei. Galatasaray, der Titelverteidiger und frisch gekürter Meister gegen Bursaspor. Und diese Begegnung können Sie natürlich live auf Sport 1 Plus mitverfolgen am Mittwoch ab 19.20 Uhr. Ja, und das war auch schon Goal für diese Saison. Schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich schon auf die nächste mit Ihnen und sage Tschüss, machen Sie es gut.